Hallo liebe Zuschauer zur Opening Bell. Kollege Weiß hat sich einen halben Tag freigenommen, deswegen darf ich die Sendung machen. Bevor wir auf ein paar Themen eingehen, will ich gleich zu meiner Kollegin Franzi Schimke nach Frankfurt schalten. Der Markt in den USA hat ja etwas Luft rausgelassen. Wir tendieren uneinheitlich. Wie ist die Lage in Frankfurt und ja, wie ist so die Aussicht für den restlichen Handelstag, Franzi? Erst einmal einen schönen guten Nachmittag. Sagt man schon Nachmittag um kurz vor drei? Ja, wir sagen jetzt einfach einen schönen guten Nachmittag. Ein halber Tag frei bei dem Wetter würde ich auch machen, oder? Aber ja. Es ist auch schön, mit dir mal wieder das Vergnügen zu haben. Hatten wir ja jetzt schon länger nicht mehr. Von daher schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Opening Bell. So, und jetzt werfen wir einen Blick auf unseren deutschen Leitindex. Heute Vormittag, die ersten paar Handelsstunden, war das so eine Zickzack-Nummer rund um das Vortagesniveau. Man sieht das auch ganz deutlich. Dann haben wir den IFO bekommen. Der ist richtig schlecht, aber letztlich war das ja jetzt nicht die ganz große Überraschung und somit hat der DAX es dann doch auch geschafft, sich aufzumachen. Mit einem fallenden Ölpreis ging es dann sogar im Tageshoch ja auf 14.425 Zähler. Das bedeutet, zu diesem Zeitpunkt waren wir auf Wochensicht gesehen 12 Punkte im positiven Bereich unterwegs. Jetzt ist die Wochenbilanz wieder etwas schwächer, denn wir sind eben nicht mehr ganz so hoch unterwegs, noch mit einem moderaten Plus von 0,4%. Die Wall Street, du hast es angesprochen, ist jetzt auch erst einmal ja, so ein bisschen uneinheitlich gestartet. Der Dow moderat im Plus, aber die ganz großen Sprünge scheint man da auch erst einmal nicht zu machen. Aber der Ölpreis, auf die Sorte Brent schauen wir ja immer gerne, der war wieder etwas rückläufiger, denn im Rahmen der Gipfeltreffen in Brüssel, da hat man einen Energiepakt zwischen den USA und der EU geschlossen. Und es scheint also einen Weg zu geben, nicht mehr auf Russland abhängig zu sein. Und genau das hat dann den Ölpreis zeitweise wieder gedrückt. Das Ganze allerdings auf hohem Niveau. Trotzdem hat den DAX das durchaus ein bisschen angeschoben. Jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr Rückenwind aus den USA bekommen und dann schaffen wir das vielleicht auch mit der positiven Wochenbilanz. Jetzt werfen wir einen Blick auf die größten Gewinner. Gestern der Tech-Sektor stark in den USA. Infineon heute dann auch gut aufgelegt. Da knackt man die Charthürde bei 31 Euro. Adidas, Sartorius, Puma vorne mit dabei. Auf der Verliererseite hingegen Covestro, Daimler Truck kommen zurück. Die waren heute Morgen noch freundlich gestartet. Die hatten gestern aber ein Plus von über 7% nach einem richtig guten Ausblick. Dass man da jetzt vor dem Wochenende dann auch mal Gewinne mitnimmt, geht in Ordnung. Henkel, Heidelberg, Zement und Hannover Rück ansonsten mit roten Vorzeichen. Ja, ich schaue gerade noch mal auf die Indizes. Der Dow weiterhin im Plus, Franzi. Der Nasdaq, wie du schon gesagt hast, Tech werde nach dem starken Anstieg gestern heute ein paar Gewinnmitnahmen. Die Freude ist natürlich ganz auf meiner Seite gewesen, dass wir wieder mal eine Sendung machen durften. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und dann vielleicht bis bald. Same. Ja. Ja, liebe Zuschauer, kommen wir noch mal auf die Indizes zu sprechen. Der Dow Jones, wie gesagt, 0,2% im Plus. S&P 500 0,1% und das Gleiche geht für den Nasdaq Composite zurück. Wir schauen dann gleich mal auf Apple. Apple hat angekündigt, ein Abo-Modell für das iPhone zu bringen. Ende des Jahres soll es soweit sein. Die Aktie zeigt in den letzten Tagen, wir sehen es seit hier in dem Bereich $150 einfach mal wieder, was sie kann, welche relative Stärke das Unternehmen hat. Es ist wirklich unglaublich bei der Größe, die Apple mittlerweile an der Börse auf die Waage bringt. Sind wir jetzt in kurzer Zeit von $150 auf $174 gestiegen und wir sind dran an diesem Widerstand im Bereich $175. Wobei Charttechnik bei Apple ist immer so eine Sache. Ich würde sie eigentlich nie verkaufen, also ich persönlich. Und von daher stellt sich eigentlich die Frage nicht kaufen, verkaufen. Nee, immer im Depot lassen. Apple ist einfach ein Basisinvestment im Tech-Bereich. Nvidia, gestern der Grund für die Rallye bei den meisten Tech-Aktien, insbesondere im Halbleitersegment. Man will eventuell mit Intel zusammenarbeiten, deren Fabriken nutzen, um eben neue Chips zu produzieren. Das hat
Wie gesagt, nicht nur Intel beflügelt, sondern auch Nvidia. Und wir sehen es, gestern war es ein Plus von 10%. Wir sind hier über diesen Widerstand und nehmen jetzt wieder Kurs auf 300. Nachdem hier im Bereich 210 wir einen sehr stabilen, sehr tragfähigen Boden ausgebildet haben, ist das spätestens mit dem Überwinden der 200-Tage-Linie das Signal gewesen, einzusteigen. Klar, wer jetzt überlegt, ob er noch nachlaufen soll, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir nochmal hier dieses Hoch im Bereich $260 ja, erreichen. Ich sage mal so, wenn die Märkte weiterhin so positiv laufen wie zuletzt der Gesamtmarkt, wird auch Nvidia wieder $300 erreichen. Es ist immer so eine Sache vom Timing, aber langfristig auch hier bleibt Nvidia eines der Top-Investments im Hightech-Bereich auf jeden Fall. Mosaic, auch hier muss man natürlich darauf eingehen. Ich habe hier einmal einen 15-Jahres-Chart veröffentlicht. Die Aktie scheint auch nicht müde zu werden, zu steigen. Mittlerweile erinnert mich das an eine Art Fahnenstange, die wir hier ausbilden. Nach dem Bruch über die $50 nicht einmal ansatzweise zurückgeschaut. Mittlerweile sind wir bei $68. Ja, der Krieg in der Ukraine befeuert eben die Kurse von Getreide und das sorgt dafür, dass die Nachfrage nach Düngemittel eben enorm ist. Und der wird auch relativ knapp im Moment und das ja, sorgt eben für steigende Preise, steigende Gewinne bei Mosaic. Und man muss sehr weit zurückgehen, um die letzten Hochs da zu sehen. Das war 2011 bei knapp $90. Goldman Sachs sieht die Aktie bei $83 fair bewertet im Moment. Das sind immer noch mal $15 oder so um die 21-22%. Klar sind da auch immer mal Gewinnmitnahmen möglich, aber man muss die Aktie einfach im Moment haben. Das Ziel ist, wie gesagt, der Bereich um $80-85. Auch durch den Ukraine-Krieg beeinflusst und die Energiekrise. Albemarle als Anbieter von oder als Produzent von Lithium, auch hier nach einer sehr stabilen Bodenbildung im Bereich $170 sind wir jetzt wieder in Richtung 200-Tage-Linie unterwegs, haben den Widerstand bei $200 überwunden und jetzt wartet man eigentlich nur noch als Trader darauf, dass die 200-Tage-Linie überwunden wird und wir dann Kurs hier unterhalb von $250, da liegt eine sehr, sehr markante Widerstandszone, aber ich gehe mal oder wir erwarten, dass wir diesen Bereich durchaus in den nächsten Wochen, Monaten auf jeden Fall wieder anlaufen können. Auch on fire mittlerweile die POT-Aktien. Wir sind zwar jetzt etwas zurückgekommen, aber Sie sehen es immer noch, plus 22%. Das war aber gestern $7. Mittlerweile dürften wir bei, ich glaube vorhin waren wir bei $7,80 kurz nach Eröffnung. Ja, auch hier gilt, solange eben das ganze Thema heiß ist, nächste Woche folgt eine Abstimmung im Repräsentantenhaus über eben die Legalisierung von Cannabis, wobei mancher Analyst sagt, das ist alles nur, nicht Schall und Rauch, aber spielt nur eine zweite Geige. Wichtig ist, dass der Senat hier die Legalisierung von Marihuana und Cannabis vorantreibt. Erst dann wäre das der Befreiungsschlag für die POT-Aktien. Also da muss man schon etwas vorsichtig sein. Es geht ja nicht nur bei Tilray ab, auch Canopy Growth ist stark am Steigen oder Sundial. Also hier der Bereich Spielgeld, würde ich sagen. Weil wie gesagt, der Senat ist das Zünglein an der Waage und wenn der weiterhin so schleppend vorgeht, was die Legalisierung des Ganzen angeht, dann werden es die Aktien auch schwer haben, eben Gewinne zu schreiben und sich weiter von ihren Tiefs erholen. Klar, charttechnisch schaut das alles im Moment sehr gut aus und man kann auch ein paar Euros riskieren. Aber das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Ist auf jeden Fall ein sehr hohes Risiko, was wir haben. Wenn wir von Risiko sprechen, klar, GameStop. Aber die Aktie, unglaublich. $80 im Tief. Innerhalb weniger Tage auf $140. Heute gibt es mal ein bisschen rückwärts. Ich habe vorhin, die ersten Kurse waren so im Bereich $138. Wer will, meinetwegen, soll mitzocken. Ich an meiner Stelle würde es auf keinen Fall tun. Weil da ist eigentlich
ja, zu wenig Substanz, was das Ganze rechtfertigen würde. Deswegen hier bitte auch, wenn dann nur Spielgeld und das die eine sehr, sehr hohe Wohle einfach einkalkulieren bei GameStop. Das Gleiche gilt natürlich auch für Bed Bath & Beyond, wobei hier gibt es neue Meldungen. Ryan Cohen, der aktivistische Investor, wird drei Mitglieder aus seinem Dunstkreis in den Aufsichtsrat bei Bed Bath & Beyond einführen. Man will den Wert des Unternehmens weiterhin vorantreiben. Klar, er ist mit rund 10% an der Firma beteiligt. Die ersten Kurse waren so im Bereich 23 Dollar. Wir sehen hier noch 22. Vor kurzem waren die Aktien noch bei 12 Dollar. Also es schaut nicht schlecht aus um die Einzelhandelskette. Und auch die neuen Produkte sollen sich sehr, sehr gut verkaufen. Aber auch hier gilt nach so einem Anstieg, wir waren ja zeitweise bei 30 Dollar, ist natürlich die Gefahr von Gewinnmitnahmen gegeben. Gleiches gilt wie für GameStop. Einen kleinen Betrag zum Spielen vielleicht investieren, aber für eine langfristige Investition wäre mir das im Moment noch viel zu heiß. Ja, liebe Zuschauer, wir sind durch mit unseren Themen. Ich hoffe, es war für Sie was dabei. Es gibt einige Bereiche, die im Moment wirklich sehr stark laufen. Manche dafür eher weniger. Sie haben es gesehen, wo die Musik im Moment spielt. Ich wünsche Ihnen gute Kurse. Ein wunderschönes Wochenende und würde mich freuen, wenn wir uns demnächst mal wiedersehen. Mach's gut.